Hallo und herzlich willkommen zum dritten Versuch der Aufnahme von Prince of Persia The Two Thrones. Beim ersten Versuch habe ich mir auf die Lippe gebissen und der Ingame-Sound war zu leise. Beim zweiten Versuch wollte mich Mista ärgern. Und jetzt muss es einfach klappen. So, Ulti, du darfst dich jetzt ein drittes Mal vorstellen. Ja, ich bin Onesie Ultimate oder besser bekannt als Ulti. Immer noch, das dritte Mal schon. Ja. Ich würde sagen, keine lange Vorrede, das wird ein neues Projekt. Ich werde es klein spielen, ich weiß nicht, wie regelmäßig es kommen wird. Kommt drauf an, wenn ich Lust habe zum Aufnehmen. Ja, ich habe auf jeden Fall total Bock auf das Spiel, deswegen habe ich mir gedacht, das teile ich euch doch direkt mal mit. Wenn man Lust hat, sollte man dieser Lust nachgehen. Das klingt ja zweideutig, aber ihr wisst, wie es gemeint ist. Und ich habe verdammt sehr großen Bock auf dieses Game. Also, neues Spiel starten. Ich werde auf einfach spielen. Na, da genau, da ist es. Und lass mich! Ich finde den Ladebildschirm immer noch hässlich. Der ist komisch. Und ich hoffe einfach, es hängt sich jetzt nicht nochmal auf. Sonst fange ich an zu weinen. Nein, es hängt sich nicht auf. Sehr schön. Viel Spaß bei der Cutscene. Wir alle machen Fehler. Das war ein Lieblingsspiel. Manche sind klein, andere groß. Aber sein Fehler, geboren aus Einfalt und kindlichem Stolz, war der größte und schrecklichste von allen. All eure Habe gehört eurem Schicksal nicht entkommen. Manche glauben, der Prinz kam von der Insel der Zeit, wo er dem Tod zu entrinnen suchte, allein zurück. Das Amulett zerstört, der Dahaka besänftigt, die Herrscherin tot. Endlich war der Prinz frei. Aber so ist es nicht gewesen. In Wahrheit hat er mich vor meinem Schicksal gerettet. Dadurch hat er mich befreit. Und uns alle verdammt. Prinz. Von allen möglichen Schicksalen. Sorgt euch nicht, Kailina. Kein Leid wird euch in Babylon widerfahren. Glaubt mir. Seht, wir sind beinahe zu Hause. Während unser Schiff sinkend im Hafen lag, fand sich der Prinz in einer Stadt wieder, die in nichts dem Ort glich, den er einst kannte. Der sonst so geschäftige Pier lag verwüstet da. Blutige Markisen und zerborstene Türen waren die einzigen Zeugen seiner Ankunft. Und die Menschen, Händler, Bettler, Fischer, niemand war zu sehen. Sie von hier vertrieben. Lasst sie los! Ist die Cutscene endlich zu Ende?
Ja, jetzt ist sie gerade zu Ende. Wie freundlich. Sie treten einfach nochmal auf sie drauf. So. Oh nein. Ah. Ich hasse diese Steuerung. Die... Du musst dich durch das Loch rollen. Ja, das weiß ich doch selber. Aber die Maus... Lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid, mehr zu hören. Das ist total cool. Ich finde das Menü schon total cool. Nein, ich muss nur kurz bei der Maus... Ich finde die Art, wie es erzählt wurde, richtig geil. Wenn du immer aufs Menü kommst, sagt er, ja, also ich erzähle jetzt mal bei einem mal weiter. Wenn du dann wieder im Spiel bist, sagt er, wo bin ich stehen geblieben? Oder sagt sie, wo bin ich stehen geblieben? Das finde ich geil. So viele Nächte verbracht hatte, zu Asche zerfallen. Ey, ich finde das voll episch, Babylons das sieht so richtig geil aus. Ihren Ankunft er stets ersehnte. Sie so allgemein. Oh, meine Maus wackelt gerade, weil ich kein Mauspad drunter habe. Bewegt rechten Analogstick, um die Kamera zu bewegen. Ja, mache ich doch. Oh, die Kamera ist ganz schön empfindlich. Spielst du das eigentlich blind? Ja. Komplett blind. Ups. Ja, sehr schön. Feiner Junge. Feiner Prinz. Ups. Nennen wir ihn Mustafa. Komm, nennen wir ihn Mustafa. Prinz? Er heißt Prinz, aber nennen wir ihn Mustafa. Das hat einen humorösen Effekt. Einen humorösen, um an der Wand entlang zu laufen, läuft neben der Wand her und drückt und haltet Maus 2 fest. Das klappt sogar. Ja. Bewegt links meine Analogstick nach rechts oder links, um mich an der Kante entlang zu bewegen. Ja, mache ich noch gerade. Hm, vielleicht doch lieber in die andere Richtung. Also Leute, ich finde das Spiel richtig hübsch an sich, so. Ich hab's 5-mal durchgespielt. Echt? Ja. Das sage ich dir zum 5. Mal. Gibt's hier irgendwas? Nein. Weißt du, hier liegen Leichen und die geben mir nicht mal was. Schade eigentlich. Nein, also looten kannst du keine Leute hier. Nur Leute mit einer Waffe. Da kannst du die Waffe halt looten, aber mehr nicht. Ja, das wollte ich ja eigentlich haben. Aber okay. Wo sind wir hier denn gelandet? Überall Zeichen des Kampfes. Aber was ist mit Babylons Stadtwachen? Wo sind sie geblieben? Ja, wo sind die Stadtwachen geblieben? Gute Frage. Oh, die Kamerasteuerung ist aber echt mal echt eklig, ne? Na, geht eigentlich mal gewöhnlich dran. Also das dunkle Prinz wird's richtig abgehen, das sag ich. Okay, ich glaube dir mal. Huch, bin ich falsch rumgedreht. Also es kann sein, dass ich mich am Anfang ein bisschen doof einstelle, Leute. Ich kenne die Steuerung noch nicht so ganz und ich hoffe, man kann mir das vergeben. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich springen muss. An so einer Säule hänge ich dran. Ja, dann die nächste Säule, würde ich sagen. Ja, da hab ich ja. Da bin ich die hoch und dann bin ich zurückgesprungen. Ich hätte gerade angeschrieben. Oh, das tat weh. Tut mir leid, Prinz. Ach, der Prinz. Nennen wir ihn Mustafa. Ha. Aber ich bin froh, dass es eigentlich nicht... Obwohl, wenn ich jetzt sage, dass es nicht lag, dann sagen alle... was hast du für einen Drecks-PC? Ich habe nun mal einen Drecks-PC. Ich darf das. Ja, aber wo muss ich denn jetzt hinhüpfen? Dahin? Nee. Also doch wieder zurück. Ich bin von der einen Seite zur anderen gehüpft. Dann muss ich doch wieder auf die erste zurück, oder? Nein, du musst da auf so eine Art Terrasse oder so. Ja, aber wie? Ja, also erstmal auf die eine springen, dann auf die andere, dann wieder zurück auf die eine und dann halt auf die Terrasse da. Auf die eine springen zur anderen, dann zurück auf die andere, ja richtig, aber in welche Richtung ist denn die zu der Terrasse? Ich glaube, die ganzen Sprünge sind da zu weit. Also habe ich das Gefühl so. Ach da! Nein, die ist das. Ja, da ist sie. Dann spring einfach drauf, das passt schon. Ja, okay. Beweg dich auf die Kante zu, um automatisch zu klettern. Ja, er fällt halt einfach runter. Auch okay.
Ja, komme ich hier durch? Hallo? Hallo? Nicht? Okay. Da ist eine riesengroße Tür und ich komme nicht durch die Tür. Komisch. Du musst dich an so einem Geländer der Traverse da halten und dann wieder auf eine Säule springen und dann zu so einem Schlitz an der Mauer. Also in dem Geländer bin ich, aber Säule? Fragezeichen? Komm, lass doch mal hoch. Los, Prinzchen, so wird das nix. Da ist auf jeden Fall... Wann bist du jetzt schon bei der Leiter? Was für eine Leiter? Gott, bist du immer noch bei der... Ich stehe gerade vor diesem Tor, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Das wird mir noch öfters so gehen. Weil ich will den auch nicht direkt umbringen im ersten Level. Das wäre halt auch irgendwie doof. Warte mal, wenn ihr gucken. Zeit habt, du musst doch nicht zu... Nein, du musst doch nicht zu der Tür, Herrgott, da ist... Ah Gott, da bei dem Geländer da von der Terrasse. Was zur Hölle? Leise. Da ist eine Säule. Ja. Was ist denn hier eine Säule? Ach Mensch, ich kann dich nicht gerade sehen oder ich kann nicht sehen, wie du gerade spielst. Das kann ich dir jetzt nicht erklären. Ja, hier sind nur... Ach da. Oh Mensch. Stell dich aber auch doof an. Ah, ich bin so gut. Du bist runtergefallen. Nee. Na gut. Ich hoffe, das funktioniert. Bitte, bitte, bitte. Ah! Er ist tot. erneut versuchen. Überall Zeichen des Kampfes. Aber was ist mit Babylons Stadt? Wir machen einen Cut. Wo sind sie